Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen S-Lab Keys Video, wo ich euch von Arturia tatsächlich mal die Piano Suite vorstellen möchte als Teil des Analog Labs, beziehungsweise das ist auch ein eigenständiges Softwarepaket. Falls ihr mehr Fragen zu diesem Plugin hättet, dann schreibt es bitte im Verlauf des Videos unten in die Kommentare, beziehungsweise vielleicht findet ihr da auch einen Link. Ich habe mich entschieden für diese Serie, weil ich festgestellt habe, dass in dem deutschsprachigen Markt diesbezüglich nicht so viel gezeigt wird auf YouTube. Im englischsprachigen ist da noch mehr und insofern geht's einfach los. Was hier als erstes vorgeschlagen wird, ist die Tastatur zu kalibrieren. Das würde jetzt zu weit führen. Das heißt, wir gehen einfach mal direkt in das Klavier rein und wir hören nochmal dieses Butter oder Butter Preset einmal ganz kurz hier rein. Was man hier machen kann, ist sozusagen über die unten im Bildschirm, ich zeige euch das nochmal, aufgeführten Buttons, kann man also direkt jetzt dieses Preset verändern, zum Beispiel Brightness, die Höhe, kann man hier hoch, runter regeln nach Belieben, dann kann man es also dumpfer klingen lassen. Es hat eher sowas wie, keine Ahnung, Windspielpiano oder so, wie man das nennen soll. Kann man die Klangfarbe verändern. Die Dynamik kann man verändern. Also ich nehme die Klangfarbe mal wieder in den klassischen Bereich hinein. Das ist einfach nicht so extrem verstimmt. Und dann kann man hier das Stereofeld noch verändern, ganz eng oder ganz weit. So, wir haben also hier als nächstes verschiedene Klaviere, die vorgeführt werden. Das ist zum Beispiel das German Grand, also ein deutscher Flügel, wenn man so will. Dann haben wir hier eine japanische Version. Dann haben wir als nächstes einen Pop-Flügel, der so ein bisschen, ja, eben. Ein klassisches aufrecht stehendes Piano, was mir sehr gut gefällt. Vor allem, wenn man es noch ein bisschen weiter modifiziert. Dann gibt es eine Art Jazz stehendes Piano. Sorry. Und als nächstes haben wir jetzt hier noch ein Pop-Piano, so nennt sich's. Also nur um euch nochmal zu erklären, es ist jetzt hier, wir hören sozusagen jeden einzelnen Ton. Anschlagsdynamisch natürlich, kein Aftertouch, weil es ein Klavier ist. Als nächstes gehen wir in noch ein ganz altes, also Honky Tonk irgendwie. Und wir haben jetzt hier noch einen Plucked. Flügel, der hat noch nicht mal mehr einen Deckel drauf. Ist jetzt in dem Sinn nichts für mich. Auch die weiteren, die hier noch stehen, das ist ein ganz altes, verstaubtes Ding.
dann haben wir dieses klassische, tja, experimentelle, glasmäßige, was auch immer. Und dann gibt es auch noch ein metallisch, also extrem metallisch klingendes. So, jetzt sind wir auch endlich schon durch. Gehen wir mal etwas mehr ins Detail, und zwar dieses schöne Klavier hier. Kann man natürlich noch weiter bearbeiten. Und zwar gehen wir dann jetzt hier mal in den Advanced Modus. Und hierbei erstmal zu dem Modell oder ja, bei dem sozusagen zu diesem Beispiel selbst. Hier kann ich euch die einzelnen Optionen erklären. Wir haben also hier das Verhalten, Action. Kann man die Hammerstärke einstellen. Wenn ich die mal ein bisschen weiter runternehme, dann klingt es extrem viel weicher. Ja? Es macht schon Spaß. Ich weiß auch nicht, wie lange die Kamera noch hält. Also wenn das Bild weg ist, ist egal. Wir sehen ja noch hier weiter, was in dem Menü passiert. Das Coole ist, dass man auch sozusagen durch Doppelklick einfach in diese Standardeinstellung für diese Konfiguration wieder reinkommt. Hier kann man die Dynamik verändern. Dann nehme ich die mal ganz runter. So, dann tatsächlich, was ganz interessant ist, man kann schon extrem den Klang dieses Gerätes verändern, indem man jetzt hier die Release-Time mal komplett rausnimmt. Und wenn ich jetzt anschlage, verhält sich dieses Klavier so, wie sich ein Klavier niemals verhalten könnte. Aufgrund der Architektur, der Saiten, des Raums und so weiter. Also sobald ich jetzt die Finger von den Tasten nehme, kann man da auch spannende Effekte erzeugen. Das wäre sozusagen der Standard für ein Klavier. Und ich kann auch ohne das Pedal sozusagen zu bemühen, hier einen entsprechenden Nachhall erzeugen. Schon spannend. Und man kann hier auch die Position der Hämmer verschieben. Ja, dann klingt es völlig anders wieder. Ja. Gut, ich will jetzt hier nicht in alle Bereiche hineingehen. Hier seht ihr übrigens schon die Lautstärkenkurve, die ich dann mal für diesen Controller speziell dann eingerichtet habe. Als nächstes im Bereich Akustik kann man hier auch wirklich die Position des Deckels verändern. Ja? So wäre der Deckel zu. Oder eben so wäre er komplett offen. Ich werde hier mal wieder auf die Standards zurückgehen, sonst klingt das irgendwann ganz eigenartig. Als nächstes haben wir, es hing wahrscheinlich auch mit der Dynamik zusammen hier. Dann haben wir auch noch die Resonanz, die wir hier verändern können. Dann, jetzt wird es richtig spannend. Wir haben also verschiedene Mikrofon-Setups. Das heißt, hier kann man sich das so vorstellen, ist das Klavier und davor sind zwei Mikrofone positioniert, was eben so klingt, wie wir alles eben schon gehört haben. Als nächstes können wir tatsächlich auch eine Art Jazz-Situation erzeugen. Es wird sozusagen mehr aus der Entfernung aufgenommen. Im Vergleich nochmal hier zu der klassischen Variante.
Beziehungsweise wir haben auch noch eine Variation von Monoaufnahme bei diesem Klavier. Es gibt auch noch andere Mikrofonsituationen bei anderen Klavieren. Und so weiter. Ne? Gehen wir mal hier auf den Standard zurück. Und hier kann man auch noch sozusagen wirklich also sozusagen Raum, andere Mikrofone im Raum noch mit dazu nehmen. Also nur, dass ihr mal seht, was da für ein Reichtum drin ist. Hier sind die Strings nochmal, also die Saiten selbst, was ich jetzt hier fast noch ein bisschen inkonsequent finde. Also ich überlege, in dem Pigments-Instrument von Arturia kann man auch verschiedene, sage ich mal, Stimmungskonzepte abgesehen, also die über das klassische, sage ich mal, wohltemperierte Klavier hinausgehen, verwenden. Das ist hier leider nicht der Fall, aber wir sind hier klassisch bei einer 440 Hertz Stimmung. Kann man jetzt aber zum Beispiel auch mal auf 433 Hertz zum Beispiel runtergehen, um mal diese, sage ich mal, esoterische 432 zu vermeiden. Das ist schon sehr, sehr spannend. Was man jetzt leider nicht machen kann, ist, dass man statt des wohltemperierten Klaviers vielleicht auch eine Werkmeisterstimmung verwendet, was ich eigentlich immer sehr gern mag. Und ich gehe natürlich eigentlich auch dann immer auf die 432 Hertz runter. Aber wir können hier eine Art Unison-Effekt noch mit drauf tun. Dann haben wir also schon eine sehr, sehr vielfältige. Dann kann man das Klavier auch noch altern. Ja? Es stimmt also auch, verstimmt das Verhältnis der Saiten zueinander, aber natürlich nicht so kontrolliert, wie das jetzt bei klassischen Stimmungsmustern der Fall wäre. Wir müssen wahrscheinlich einen MIDI-Effekt drüber rechnen, der dann verschiedene Stimmungen hat. Oder ich habe auch mal überlegt, zum Beispiel dieses Piano über den Pigments laufen zu lassen und dadurch dann auch an die Werkmeisterstimmung ranzukommen. Jetzt kann man auch noch hier eine Art Spannungsstimmung, Veränderung hervorrufen. Und so weiter. Wir gehen hier mal wieder zurück, gehen auch wieder auf die 440 Hertz. Manche mögen das ja nicht. Und hier können wir tatsächlich auch noch die Hammergeräusche verändern, also die Hämmer stärker in den Vordergrund bringen. Nochmal zurück. Ja, oder mal ganz extrem. Und wir können hier auch nochmal die Release Time, also sozusagen die Zeit, bis es wieder losgelassen wird, verändern. Und natürlich das Pedal selbst kann auch noch eingestellt werden. Ich trete jetzt mal durch. Ja, das ist übertrieben, aber ja, während hingegen das ja so eher im Hintergrund ist. Das ist die erste Abteilung. Hier kann man natürlich zusätzlich noch die Lautstärke und den Hall und so weiter, was wir eben schon beschrieben haben, verändern. Hier ist auch noch ein Limiter mit drin. Jetzt kommen wir mal in diese Advanced Effekt Sektion hinein. Hier haben wir tatsächlich einen Equalizer, den wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Hier haben wir noch zusätzlich einen Kompressor. Sicherlich wisst ihr, was mit einem Kompressor gemeint ist. Und ein Vorverstärker ist hier auch noch verbaut, der sich auch ganz schön heftig nochmal und dann
gibt es hier drüben noch eine Hall-Abteilung und die ist wirklich auch sehr komplex. Ich will euch jetzt hier nicht alles da sozusagen anbieten, aber ihr habt einen hellen Raum zum Beispiel. Den Einfluss dieses Raumes kann man natürlich noch verstärken. Dieser Knopf bezieht sich sozusagen auf den hier im Einzelnen konfigurierten Hall. Wenn man den Raum mal größer macht, es erinnert so ein bisschen an den Raum. Ich finde nicht ganz, das Foto trifft es nicht ganz, aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Man hat auch eine direkte Auswahl. Und nur um euch mal zu zeigen, wir kommen auch in ziemlich spannende Bereiche noch hinein. Hier dieser Spring Reverb. Es ist so eine Kiste, auch Teil von Arturia Effekten. Ein Teil davon eben steht hier auch zur Verfügung. Also man kann durch Federn erzeugten, also schwingende, klirrende Federn erzeugten Hall hier auch verwenden. Ja. Und ja, also dementsprechend, da gibt es eine ganze Menge Dinge, mit denen man rumspielen kann. Hier haben wir eine Hall-Platte, das ist auch ein spezieller Effekt. Die haben das vor ungefähr 70 Jahren sowas gebaut, 60 Jahren. Und wir haben das jetzt hier eben in dieser Suite schon gleich im Klavier mit vorhanden. Ja, insofern, sorry, dass die Kamera ausgefallen ist. Das war eines von verschiedenen S-Lab Keys Videos, wo ich euch auch mal Softwareinstrumente vorstellen werde. In dem Fall fange ich jetzt tatsächlich mit Arturia erstmal an. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bitte vergesst nicht, dass wir hier tatsächlich ganz, ganz viele Presets auch schon haben, selbst wenn ihr euch nicht für den Kauf dieser Piano-Suite entscheidet, die übrigens bei manchen Controllern einfach schon noch mit dazu geliefert wird. Aber wie gesagt, ihr könnt hier direkt wieder zurückschalten an ein ganz einfaches Klavier, was ich aber auch sehr gut mag. Zum Beispiel hört ihr dieses Pedal, das hier getreten wird, ja? Ja, also das Loslassen jeder einzelnen Taste erzeugt auch nochmal ein Geräusch. Wie gesagt, bei Fragen schreibt einfach alles in die Kommentare, was euch interessiert. Und schaut auch mal unten in der Videobeschreibung, falls da noch irgendwelche Links vorhanden sind, die ich bisher noch nicht entwickeln konnte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.